So, jetzt hier gleich wieder Anschlag, Anschluss, bin ich wieder. Nein, oh Gott, das war so weh. Tschüss, schöne Welt, ich bin tot. Oh lol, das ist wieder so ein Titanite-Demon. Darunter fällt ich eh tot. Ich muss den ganzen Weg wieder neu laufen. Geronimo. Fuck. Ja, dann muss ich. Sagen. Ich habe ja kein Augen, aber ich habe eine Ritterseele. 5000 Seelen, 50 weiter. So dass ich jetzt nicht nur Leute so pullen kann und triggern kann, so ein bisschen zum Herlaufen, sondern auch vielleicht mal ein bisschen Fernkampf vielleicht kämpfen kann. Oh Mann, ey, diese ganzen Fallen und sowas hier. Echt tricky. Tränen, was halt das bedeutet. Das war ganz schön mutig von mir. Ich weiß ja nicht, was da jetzt passiert ist. Warum? Keine Ahnung. Wie ich dafür vielleicht dafür gekriegt, warum auch
Okay, es ist der Tunnel unsichtbar geworden. Mann, ich dachte, das würde ich schaffen. Scheiße. Hab ich nicht mal gesagt, das war mir ein bisschen zu einfach. Ich nehme es ja zurück. Das Schwere kommt ja erst noch, wie ich gerade merke. Oh Mann. Lol, die Falle hat einen jetzt umgebracht. Erstmal wieder erstes Flask. Mann, ey, ich hoffe, ich bin bald beim Brandfeld. Beziehungsweise ich finde es. Kann ich nicht den Typen, der ist auch schon irgendwie so das snipen. So, dass er kommt. Vielleicht hat er von der Fernung. Natürlich nicht. Komischer Gegner, der in der Welt kam. Wäre auch zu schön gewesen, wenn er eben von der Fallung gebracht wird. Oder so der. Blitz gut ab. Halsschild, Blitz gut ab. 65, 65. Adlerschild 75. Gehe ich mit dem hier später durch. Ich weiß echt nicht, was der Typ da so chillt.
weit mit dem. Wenn wir in die Richtung hier runterschubsen müssen. Da sah nichts aus, als hätte da irgendwas. Oder ist er ja da? Oder? Guck mal, wie ist er denn jetzt? Genau da wollte ich den ja hin. Das sah nämlich, sieht nämlich aus, als wäre da Abgrund. Und wo ist denn hier wirklich? Wahrscheinlich war das jetzt genau das Falsche. Das heißt also, Achtung vor Tod. Auch gut. Ich dachte, ehrlich gesagt, das wäre jetzt mein Todesurteil. Ah, jetzt kann ich hier durch. Ich bin ein Stein, der verwendet könnte. Goldener Schlangenring. Versteckt. Ah, ne. Chance, Gegenstände aufzufinden. Das ist natürlich nice, aber dafür muss ich Havels Ring ablegen. Wenn ich das tun würde. Wie viel Säffel ich habe, das muss ich mal kurz ausrechnen. Ich habe 39,8, das heißt, ich habe 5 zu viel. Wenn ich. Gosh. Anguck. Haltung beim Höhlen, Schild ein bisschen. Schlechter als sonst. So, wenn ich jetzt hier... Ich
hierfür. Sieht zwar scheiße aus, aber wir können eine schwere Rolle machen und eine leichte Rolle, eine mittlere Rolle so. Und hab diesen Schlamm. Das halt. Kann was ganz Nices, wenn ich mich so recht überlege. Aber ich persönlich vermute, dass ich später eh wieder zwingen muss. Das sieht halt jetzt echt ein bisschen scheiße aus, wie ich da mit so Kleidung an den Beinen. Es tut eigentlich alles so gut auszusehen. Blutungsschaden. Sieht auch ganz nice, das kommt vielleicht sogar ganz stark auf. Wer weiß. Warum mache ich jetzt hier? Ring, Ruhen der Drache. Ja, der Ring ist die ganzen Ringe hier. Träger verursacht keine Geräusche. Na gut, das war ja. Scheiße, das ist scheiß drauf. Der Havelsring. Der Elite hat einfach nur schon. Das geht so gut, okay, ich hab so viel Schaden durch. Okay, das war gar nicht. Ah, jetzt muss ich lang. Hier wieder, ne? Das ist los. Wenn ich nicht so langsam will, das hätte ich kein Ding mehr, aber... Haben wir den Modell Cheater hier? Das ist mein Design-Stand. Und Senso. Was kann die denn? Skaliert leider auch besser mit Wirklichkeit, aber ah, ist eine Bade like. Ich nehme lieber die
Leute. Ich sind noch einer. The fuck, man, wie viele von den Typen sind denn hier? Da ist ja noch einer da hinten. Alter Vater. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich hier überhaupt überall richtig laufe. Oh man. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zur nächsten Folge von Let's Play Dark Souls. Irgendwie kommen wir nicht weiter. Bis dann, Leute, haut rein.